Traditionskracher unter Flutlicht. Chemnitz empfängt Chemie Leipzig am Freitagabend. Ein echtes Spitzenduell. Seit 13 Spielen ist der CFC in Serie ungeschlagen. Chemie Leipzig holte 5 Siege aus den letzten 5 Spielen, unterstützt heute von 800 Fans im rappelvollen Gästeblock. Erste Szene, direkt mal Bellot im Tor der Chemiker mit Problemen bei dieser Ecke von Christian Bickel. Greift da daneben und muss sich dann ganz lang machen, hält die Null aber fest. 27. Minute, Chemnitz weiter im Vorwärtsgang. Das Spiel kennt nur eine Richtung, Felix Brückmann. Der bekommt da keinen Druck hinter den Ball, hatte im letzten Spiel gegen Hertha sein erstes Tor für den CFC erzielt. 10 Minuten noch bis zur Pause, aber weiter die Himmelblauen über die rechte Seite wieder. Kommt der Ball hoch in den Strafraum und dann ist es Kevin Freiberger, der Bellot da zu einer Flugeinlage zwingt. Der Leipziger Torhüter fischt den Ball dort aus der linken Ecke und so bleibt es beim 0:0 zur Pause. Der Gästeblock zu Beginn der zweiten Halbzeit hell erleuchtet in grün. Die Rechnung des NOFV dürfte da wohl schon unterwegs sein. 58. Minute, unverändertes Bild. Chemnitz im Vorwärtsgang mit Freiberger. Nimmt den Ball, Volley. Aber Benjamin Bellot weiterhin stark. In seinen 3 Einsätzen bislang in 2022 nur ein Gegentor kassiert. Hier bleibt's dabei. Aber auch Chemie hat sich was vorgenommen für den zweiten Durchgang. Hier mal das erste Ausrufezeichen. Florian Kirstein prüft da Isa Dogan im Tor der Chemnitzer. Der hat da leichte Probleme, erstmals in dieser Partie. Nur 4 Minuten später wieder die Chemiker über die linke Seite, Dennis Mast. Und der schickt dann Anton Kanter, der auf und davon die Grundlinie entlang. Isa Dogan erneut stark im Tor. Anton Kanter mit der Chance, er ist ja eigentlich eher der Vorlagengeber. 5-mal hat er das bereits gemacht in dieser Saison. 80. Minute. Müller mit dem weiten Ball in den Strafraum. Kampulka legt ab und dann der Auftritt des Max Roscher. 1:0 für den Chemnitzer FC, 80. Minute. Und das ist ein ganz besonderes Tor. Das erste von Max Roscher für die CFC-Männer. Es geht für ihn morgen ja gleich weiter. Der hat gar keine Pause nach diesem Auftritt. Mit der U19 des CFC geht es nach Bremen zum Auswärtsspiel. Aber hier bringt er erstmal sein Team in Führung. Und diese Führung hält auch bis in die 90. Minute. Aber dann nochmal Chemie mit Dalival. Isa Dogan wirft sich da rein in diesen Schuss. Hält dieses 1:0 der Chemnitzer fest. Da hat er alles rausgehauen. Der Ball fast unter den Beinen schon durchgerutscht. Aber eben nur fast. Und so feiert der Chemnitzer FC am Ende einen 1:0 Heimsieg gegen Chemie Leipzig. Es ist das 14. Spiel in Serie. Ungeschlagen. Im Fußball ist alles möglich. Sage ich immer wieder, es kann so schnell gehen. Es gibt 3-4 Spieltage, da patzen die anderen und man ist da und dann ist man auf einmal mit oben drin. Also ich schreibe uns da auf jeden Fall noch nicht ab. Und man sieht auch im besten Beispiel Leicester City 2016. Wer hat dafür gedacht, dass die Meister werden? Im Fußball ist alles möglich. Chemie Leipzig holt sich die 2. Niederlage in 2022 ein. Kein Grund zur Sorge für Trainer Jagatic. Im Nachhinein sah es überhaupt nicht danach in der zweiten Halbzeit aus, dass dann Chemnitz noch ein Tor macht und dann geht da noch so ein Gurkenball rein. Aber das gehört auch zum Fußball. Der Junge zieht mutig ab und dann kullert er rein. Und dann hatten wir aber unsere 3-4 Möglichkeiten, nochmal zum Schluss den Ausgleich zu machen. Aber wir müssen uns nicht schämen. Am Ende feiern die Chemiefans im Hintergrund zu hören ihre Mannschaft. Chemnitz lässt sich auch von den eigenen Fans feiern für diesen 1:0 Heimsieg.